Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim mit Waltraud. So, wir beenden heute unsere lange Reise rund um unsere riesige Insel. Ich bin zwischen den Folgen nur ein Stückchen weitergefahren, sozusagen in Sichtweite unseres Heimathafens, also unserer Base. Wir werden gemeinsam das Zinn auslangen. Wir legen Waltraud ein wenig ins Bettchen und... Oh. Genau, da vorne unsere Base. Na, da. So, wenn wir jetzt da hier sehen, also schon eine lange Reise. Aber immerhin, wir haben hier jetzt ein fixes Portal und ja... Ausgeladen wird und nach dem Ausladen werden wir dann die Reise zum Uralten angehen. Vorher möchte ich mit euch gemeinsam noch das Schweindelgehege bauen. So. So, jetzt natürlich heikel, weil der Hafen ist ja noch nicht fertig gebaut. So, Moment. Oh, wie sanft wir da an dem Baum radieren. So. Vielleicht geht das jetzt. Ja. Und ach, da würde ich gerne stehen bleiben. Super. So, Schiffchen, bleib. Möge es bleiben. Ein richtiger Hafen kommt natürlich noch später. So, wir haben... Können wir schon das Zeug da aufnehmen? Oh, ist das super mit dem Gürtel jetzt, der Gyatel. Ah, oh, wie schön. So, wir werfen alles mal in die Dropbox. Unsere kleine Dropbox. So, die Dropbox ist voll. Wobei... 10, 2 und 20 davon. So, das kommt natürlich nicht in die Dropbox. Oh, da ist ja auch noch Platz. Super. Oh, und ich freue mich... Na, jetzt aber. Laufen wir gleich gegen die Werkbank. Die gute Waltraud stößt sich das Knie. So. Oh, und ich freue mich schon darauf, wenn wir weiterbauen. Aber ich möchte den Uralten erlegen. Ja, ich gebe es ja zu. Der Uralte muss weg. So. Ja, dann legen wir Waltraud mal. Da ist ja auch kein Platz mehr. Wahnsinn. So, dann da. So, und jetzt würde ich sagen, oh, eigenes Bettchen. Oh, so gut. Wisst ihr was, wir machen das Erweitern des Schweinegeheges und so weiter. Ja, du stehst am Bug über die Wellen gleitenden Schiffes. Das haben wir ja jetzt 2 Folgen lang gemacht. Oh, gemütlich 4. Ausgeruht sind wir auch. Herrlich. Was haben wir für einen Tag? Ich fange zu früh. Jetzt Tag 36. Ich hätte noch gern mehr Essen mit. So. Ich nehme das. Wir haben einen Portal-Bausatz. So, meine lieben Schweinchen. Die Entscheidung ist gefallen. Wir holen uns den Uralten. Also, bedeutet. Wir schlenkern jetzt hinten mit dem Egg. Ugh. Schön an die Face-Mauer. Ja, geht. Ja, ich möchte nicht länger warten. Ich möchte den Uralten haben. So, wir hätten uns Honig holen können. Ach, Wurst. So, super. So. Setz die Segel. Hoffentlich ist das schneller als Rudern. Okay, geht ein wenig mehr in diese Richtung. Moment, schauen wir mal. Da ist er. Ja, dann können wir das Bötchen, so ausrechnen. Ich freue mich schon, wenn wir wieder eine Baufolge haben. Ah, so, jetzt das Portal beim Uralten besiegen. Nö, besiegen nicht, errichten. So, wir fahren natürlich über hohe See. Hoffentlich sterben wir dabei nicht an einem Seemonster. Seemob. Der Mob. So. Besser.
So, dann schauen wir mal. Und ich würde sagen, ich hole euch dazu, sobald irgendwas Wildes passiert. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder auf der Insel des Uralten. So, meine Lieben, wir sind hier auf einer Landzunge. Ich weiß es nicht, ob das weit ist bis zum Uralten. Aber die Landzunge gefällt mir hier so gut. Ich möchte hier anlegen. Hier will ich anlegen, hier will ich sein. Hier will ich den Portalstein sein. Nein, Portal werden wir hier noch nicht sehen. Oh, mein Gott. Ach komm. Ich bin gerade erst angekommen. Schweindel. Bleib hier. So. Na gut, dann machen wir die anderen beiden auch gleich, wenn wir da sind, weil es geht. So. Wunderbar. Und da ist ja noch eins. Schweindel. Schweindel. Auf der Minimap sieht man oben schon den Uralten. Ich weiß jetzt nicht, ob es dieselbe Insel ist, aber wir werden jetzt mal rauflaufen. Wir markieren hier. Wir nehmen mal das da. So, Boat. Das werden wir nachher wieder löschen. Nein, nicht M. So, so. Und jetzt laufen wir mal rauf mit nichts. So. Ah, ich stehe auf dem Ring. Oh, der ist so super, der Reif. Der Kopfreif, Kopfreif. Ah, schön. Wir könnten natürlich jetzt ein Portal rein zur Sicherheit errichten, dass wir sagen, oh, diese Landzunge, wir sind ja hier, als wir vorbeigefahren sind, Dunkelwald, Dunkelwald, und da hat man schon gesehen, Dunkelwald. Das heißt, nur diese Landzunge ist Ebene. Heftig, heftig, heftig. So. Natürlich möchte ich ein Portal errichten, möglichst bald, zumindest möglichst in der Nähe vom Uralten, wobei auf der Landzunge die Base zu errichten, das wäre auch was Feines gewesen. Rein so optisch, so ein Gebiet, das so rauskommt aus dem Dunkelwald. Und da wir mit einer Minibase. Ja, Minibase. So. Uralter. Coole Gegend zumindest. Kopfer. Yeah. Aber wir sind noch nicht zum Abbauen da. Oh, ein Dungeon. Ein Dungeon, da wollen wir rein. Aber später. So, ich markiere den mal da. So. Einfach mal so. Noch will ich nicht hin. Och, nicht ausgeruht. Schade. So. Hoffentlich laufen uns da keine Leute nach. Ich möchte tatsächlich einfach nur möglichst zügig zum Spot des Uralten. So, ohne dass wir jetzt einen Troll besiegen müssen. Hörsch. Skelett läuft mir nach, das ist okay. Solange es nur eins ist und keine Hoade, ist das auch in Ordnung. So, Diesel, ja, wenn sie schon da wachsen, kommen sie natürlich mit. Was ist denn das da? Ach, wie schön. Ein Dach übers Köpfchen. Oh, schön. Wahnsinn, da ist das Meer auch noch. Das ist nice. Oh, das ist das, das. Oh. Oh, wie cool. Wir haben sie recht, meine Lieben. Oh. Oh, ist das cool, dann können wir mit dem Boot hierher fahren. Ja, hier wirst du fallen, mein alter Freund des Waldes. Ja, so machen wir das bei uns im Auenland. Super, oder? Oh. So, dann auf zurück. Dann laufen wir jetzt mal vorbei. Wir könnten hier das Portal erstellen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. So, dann machen wir uns mal eine Workbench. Workbench, Workbench. Oh, wie cool. So, hier drauf, genau hier drauf. Da wird es doch super herpassen. Yeah. So. Und ob wir den dann jetzt besiegen oder ob wir noch warten, ist ja eigentlich egal. Hauptsache, wir haben dann das Portal. Dann können wir zum Beispiel in unserer Base noch das mit den Schweindeln fertig machen. Oder gleich den Uralten oder wie auch immer. Dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit geschaffen, weil wir schon das Portal haben. Yeah. So, Tanne,
Dann nehmen wir die Tanne auch noch. Wunderbar. Wie viel Holz haben wir? 25. Das ist okay. Bootsanlegesteg würde ich jetzt hier keinen bauen. Sondern einfach, ich würde es beim Portal belassen dann. Nehmen wir noch? Ja, wir nehmen noch einen Bäumchen. Wobei das ist... Kiefer. Wollte ich eigentlich nicht. Na gut. Spiel Domino, mein Freund. Oh. So. Ja, komm. Ja, das war gut. Bam. So, Stumpen will ich raus. So, Holz 2, dann nehmen wir den noch. Der runtergefallen ist, den holen wir uns auch noch. Weil das mache ich nicht, wenn dann so Bäume rumliegen. Ich mag das schon alles. Diese Sauberkeit. Sauberkeit am Arbeitsplatz. Meine Freunde, da führt kein Weg vorbei. So. Das weiß Waldraut natürlich auch. Oh, da habe ich aber das Portal. Cool. Das machen wir. Ist das gut, wenn das so relativ in Nähe zum Uralten ist? So, ich schau mal. Wahnsinn, mit dem Gürtel. So wenig Sorgen jetzt wegen Traglast und so. So, hier könnten wir doch. Das wäre doch super. Ich habe da total die tolle Idee. Also, ob es total toll ist, weiß ich nicht. Ich glaube, hier auf diesem Mini-Inselchen, da werden wir unser Portal errichten. Das ist super. Das ist nicht so ganz nah beim Uralten. Was? Sag mal. Ich sage, ich will hier was errichten und schon seid ihr da. Die Homies aus dem Walde. Ja? Ja, komm. Natürlich weiß ich nicht, ob unsere Skills schon reichen. Keine Ahnung. Oh, Holz. Oder da noch? Will ich sehen. Ja, super. Ja, dann bleiben wir da. Das ist ja toll. So, jetzt haben wir genug Holz, denke ich mal. Warum den Stein? Warum den Stein? Super, genau hier. So, haben wir was zum Einebnen? Nö, macht aber nichts. Dann bauen wir es auf einem Podest. Ja, ich habe die Samen gesehen, die Karottensamen, ja. So, wir haben so viel zu Hause, so viel. Nimm's trotzdem mit. Gut. Wer bin ich, dass ich nicht auf mich höre? So. Oh, schön. Dann würde ich mal sagen, auf geht's. Es gehört. So, mal hier. Dann bauen. Wir machen jetzt, fangen wir mal hier an. Da drauf. Setzen wir eine Platte. Dann sagen wir mal Platte, Platte, Platte. Da, da, da. 3x3 oder wie wollen wir es gestalten? Das können wir auch 3x3 machen. Hey, die Workbench hier, steht die schon im Weg? Die wollen wir sowieso versetzen. Oh, wir können reinbauen in die Workbench, ist das cool. So, also wir haben hier, haben wir das und ja, wir könnten es wahrscheinlich mit einem kleinen Pfeiler auch machen. Ja, das lassen wir da oben liegen. So, hat der eine Verbindung? Ja, hat er. Ugh. So, nö. Dann nehmen wir einen kleinen. Genau, der kommt hierher. So, Workbench kommt da oben drauf. Herstellung, Workbench hier. So, die stellen wir mal. Wir platzieren es mal da. So. So, jetzt kommt hier noch die Stütze her. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir bauen schon wieder, aber wir haben auch gesagt, wir werden heute ein wenig bauen. Ein wenig, ein wenig. Da oben ist ein Vogel, dann können wir runterschießen. Ist das cool hier? So, jetzt müssen wir nur das Boot noch holen. Naja, das können wir wann anders machen. So. Dann hier noch. So, passt das so? Ja, wunderbar, wunderbar. Wir könnten noch eins weiterziehen. Machen wir das. Zwei weiter. Komm, zwei weiter. Ah, da geht uns aber das Holz dann aus. Ach komm.
Ich will nicht, dass uns das Holz ausgeht, bevor wir noch richtig losgelegt haben. So, setz doch endlich das Portal. Stimmt, stimmt. So. Nö, eine Treppe. So. Hier eine Treppe. Dran. Genau. Oh. So, Herstellung, nochmal die Workbench da. Setzen wir die. Ich will die noch immer nicht da drauf setzen. So, bauen Möbel, nö. Portal. To the base, to the base. Oh yeah. Oh, wir haben das Portal. So, das nennen wir auch gleich Base. Oh ja, oh ja. Ist das cool? Ist das cool? Ich würde gerne zurückgehen und alles ablegen. Das können wir nämlich auch machen. Haben wir in der Dropbox noch ein wenig Platz? Das wäre schön. Als ich so die Platte nämlich betrachtete, die Platte des Uralten, habe ich mal gedacht, eigentlich könnten wir, und das wäre schon eine feine Sache. Wir kriegen nichts mehr rein hier. So. Da ist auch nichts mehr Platz. Oh, ja, ja, ja. Na gut. So, ist da noch Platz? Ja, ein wenig. So, das gute Harz kommt da rein. Und das Schwendelleder geben wir mal hier rein. So, wir könnten uns jetzt... Wir holen uns Honig. Honig, Honig, Honig. Fleisch kommt da rein. Bam. So, Honig, Honig, Honig. Wie viele Pfeile haben wir bei uns? Brandpfeile, Brandpfeile. So, Honig, Honig. Die Bienen sind überglücklich. Also nicht nur glücklich, überglücklich. Wahnsinn. Bienen stehen auf uns. Ja, yeah, die Bienen. So. Ach, so cool. Komm, wir nehmen die Rüben raus. Wir brauchen sicher mehr Rüben. Die Meeresrüben. So. Gut, dass wir sie haben. So, jetzt holen wir uns den Werkzeug. So. Wo sind die Rübensamen? So. Genau, Rübensamen. So, Gott sei Dank jetzt kein Angriff. Das wäre unangenehm. Überaus unangenehm. Rübensamen, 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 Rübensamen. Wahnsinn, oder? Super. So, die Karotte raus, das raus, das raus. Haben wir noch eine Karotte, Karotte. Karottensamen, das sage ich ja. Wir haben so viele Karottensamen. So. Und jetzt pflanzen wir da wieder Rüben ein. Rüben, Rüben. Wobei zuerst die Rübensamen? Ach so, wir haben keine. Ja, dann Rüben. So. Keine Ahnung, ob der Abstand passt. Es wird schon gut gehen. Ja, und wenn nicht, dann sehen wir es auch. So. So. Dann haben wir ein wenig Landwirtschaft heute noch betrieben. Wunderbar. Und dann legen wir uns hin. Legen das gute Weidräutchen ins Bettchen. Wir haben keine Samen mehr. Karotten. So. So, den Rest lassen wir einfach mal. Ah, schön. Wir haben noch immer den Fermentierer nicht gebaut. Den wollten wir unbedingt bauen. Haben wir da jetzt noch Karotten drin, Rüben drin? Nö, gar nichts. Ja, weil wir uns nicht wirklich... Oh, Karotten. Weil wir uns nicht wirklich noch viel mit der Base beschäftigt haben. Es ist Folgen her, gefühlt 100 Jahre. So, was können wir denn Schönes machen hier? Ewig nicht nachgesehen. Karottensuppe. Super, wollen wir haben, oder? Was kann denn das? 1200 Sekunden Ausdauer. Oh, ich will die Karottensuppe. So. Blutsack. Frostwiderstand, ja, das will ich auch haben. Aber später Fall. Ja, später mal. Giftwiderstand, oh, das brauchen wir unbedingt. Oh, rohe Schwänze braucht man dafür. Hui. So, was haben wir da? Geringe Ausdauer. Und Bärenmarmelade. Bärenmarmelade könnte man kochen.
Wobei, Karottensuppe, also 30, 40, 1200. 30, 40, 1200, naja. Würste. Widerlich, aus den Innereien. Wobei, könnten wir uns auch machen. Okay, wir machen Bärenmarmelade. Einfach so. Bären, Bären, Bären. Hier, dann nehmen wir das und das. Was brauchen wir für die Karottensuppe? Würde ich auch machen. So lecker. Muss fermentiert werden. Ja, den will ich jetzt nicht aufbauen. So, Bärenmarmelade. Hey. Ach so, acht Beeren. Eieiei. Die guten Blueberries vergessen. Na? So, egal. So, die gute Marmelade. Oh, jetzt geht's los. So, hier stehen. Yeah. Wunderbar. Wunderbar. So, und einmal noch. Super. Später, wie gesagt, ich möchte die Küche ja auch noch ausbauen. So, was haben wir da? Würste. Wie wäre es mit... Oder machen wir doch Kartensuppe? Wir holen uns Pilze und machen uns ein bisschen Kartensuppe. So, Pilze. Und ein bisschen Kartensuppe. Kartensuppe. Lecker. So. Ja, das ist schön. Damit wir es auch einmal gemacht haben. Würste. Machen wir Würste? Oh, die sind schon cool. 60, 40.000 so. Oh, ein Drehboot. Oh. Distel, rohes Fleisch in Reihen. Wie viel haben wir denn von dem Zeug? Fleisch? Ja, viel nicht. Ach komm, wir lassen das. Und was sie brauchen für den Reiten. Ach, was brauchen wir für den? So, da kommen die. Nein. Da kommen die Beeren wieder rein. So, da kommen die Pilzchen wieder rein. Wunderbar, wir haben einmal Krautensuppe, wir haben das hier. Die Frage ist natürlich, wo gebe ich jetzt die Karotten hin? Das haben wir Essen, Trinken. Da geben wir die Marmelade rein. Wir haben 24 von dem. Ist da noch gegrilltes Fleisch? Nö. Sollten wir jetzt noch grillen? Und wir grillen eine Runde durch? Weil wir so selten da sind irgendwie. Aber das wird sich ändern. Also sobald wir den Uraiten durch haben und unser erstes Eisen geholt haben, werden wir wunderbar an der Base weiterbauen. Das wird schön. So. Hallo. Geht's noch? Jetzt. So, alle sind gleich durch. Dann haben wir da auch noch ein bisschen normales Fleisch dabei. So, dann auch er. Und er. Super. So, haben wir alles geholt? Ja, wahrscheinlich. Noch irgendwas? Da liegt's ja noch. Auch weiter, setze ich mal vors Feuer. Dann kann ich auch besser, genau, das gekochte Fleisch aufheben. Wunderbar. So, weil es dunkel und neblig ist, legen wir uns mal hin. Ah, und wieder schlafen. Schön wieder schlafen. Du träumst von einem großen Baum. Ja. Ja. So. Jetzt auf geht's. Hier mal nein. Tag 37. Kinder, wie die Zeit vergeht. So, am frühen Morgen, wir sind da. Hollerie und Hollera, da oben ist es. Ich möchte mal schauen. Ich möchte mal testen. Ich möchte da nämlich unter die Platte graben. Oh, das wird super. Ich hätte reparieren sollen. Verdammte Axt. Ja, ja, habe ich dabei. Die verdammte Axt. So. Oh, da liegen ja noch Sachen. Holz. Nee. Da rutscht mal ganz widerlich ab. Wir bräuchten mehr Kartensuppe. Jetzt habe ich die Karotten mit. Egal. Ist das cool. Frage ist natürlich, wie viele von denen brauchen wir hier? Die Uraite-Schüssel. Oh, wie cool. So, ich hätte die ganze Umgebung gerne geklärt, bevor wir da mit dem Uraiten spielen. So. Nicht, dass uns da irgendwelche die schönen Freund dann überfallen und so. Ah, schön. Da will ich will bei der Platte was testen. So, nur ein wenig testen. Ein wenig testen. Was steht denn eigentlich auf dem Ding drauf? Hallo. Was steht Hallo? Verbrenne ihren Nachwuchs. Ja, da müssen wir die uralten Samen reinwerfen. So. Nur kurz testen. Nur ganz kurz testen. Sorry, aber es muss sein.
So. Okay. Ja. Oh, wie cool. Ich habe zwar kein Werkzeug mit dem ich das dann wieder begradigen kann, aber ich möchte unbedingt... Oh, cool. Nein. Oh, wie cool. Da können wir da drunter eine... Oh, so viel zur Frage, ob wir am Meer bauen. Nein, wir bauen hier drunter. Geht das? Oh, tatsächlich. Es bricht nicht ein, es ist alles gut. Ach, wie cool. Das heißt, wir könnten hier tatsächlich eine Base erstellen, oder? Was ist das daher? Sag bloß, dann können wir hier bauen. Oh, oh, wie cool. Ich komme halt da nicht. Einen ganz schmalen Eingang stelle ich mir hier vor. Oh, habe ich nicht genug Holz dafür, aber komm raus. Ja, wir kommen raus. Da vorne ist eine Diesel, die holen wir uns gleich. Diesel. So, und ein wenig Holz will ich haben. Holzfällerkönig, Holzfällerkönig. So. Oh, dann können wir da drunter unsere Base errichten, die Uralte Base. Und dann haben wir eine wunderbare Base für diese Insel hier, nämlich genau da am Uralten. Oh, unser Boot liegt noch immer da. Fahren wir mit dem Boot darüber? Ja, das müssen wir ja auch machen. Ach, verdammt. Ist da noch eine Diesel? Ihr lasst mich überhaupt nicht ablenken, oder? So. Mit der mächtigen Axt auf die Minibüschchen schlagen. Das ist super. So, meine Lieben, die Frage ist, wann... Grauzwerg! Grauzwerg, Grauzwerg! What you gonna do? Widerlich! So. Wunderbar. Und das wäre nämlich schlimm, wenn wir beginnen, gegen den Uralten zu kämpfen und dann kommen aus dem Wald, oder? Das wäre nicht gut. Nicht gut, meine Freunde, nicht gut. Ja, ich sehe es. Ach, okay. Ja, wenn es sein muss. So. Ja, ich glaube, ein wenig rote Arbeit und wir können loslegen, oder? Das ist super. Das ist super. So, dieser Test hier ist ja wunderbar. Da können wir unsere Base richten. Hier unten, da haben wir jetzt schon einmal die Workbench. Und wir haben ein Dach, das heißt, wir könnten das alles ausrühlen. Und hier hätten wir unsere Base dann. Ach, wäre das cool. So, die Frage ist natürlich nur, wie kommen wir hier zu einem Ausstieg? Deswegen hätte ich gerne, das ist etwas hoch hier, wie wir es hier. Wir testen, welche Höhe besser ist für Weitraut, damit sie bequemer raus kann. So vielleicht? Ist egal, wir testen es mal. So. Was sage ich doch? Super. Machen wir das auch zu? Da ist die Frage, machen wir es zu? Ich würde sagen, ein wenig umranden dann mit Brettern und dann haben wir eine riesige Base. Wenn wir uns überlegen, zwei von diesen Steinplatten schräg nach unten. Das geht ja auch hier und hier. Oh, wie cool. Oh, bin ich aufgeregt. Hier komplett abflachen. Oh, und da der Zugang. Da könnte man mit einem Schiff drunter reinfahren. Oh, du bist wahnsinnig. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. So, wir gehen zurück. Ich habe alles angesehen, was ich wollte. Da haben wir jetzt das Portal. Theoretisch können wir... Nein, das lassen wir stehen. So, dann gehen wir mal zurück. Also, wunderbar. Wir werden den Uralten besiegen, indem wir die Uralten-Samen reinwerfen, verbrennen. Wo haben wir da? Da sind die Samen. Wir haben zwei. Ich glaube, wir brauchen drei. Ist das richtig? Wahrscheinlich. So.
dann würde ich sagen, meine Lieben, das war's für die heutige Folge. Endlich wieder zu Hause. Moment. Abmoderation machen wir am Schiff, würde ich sagen. Weil da müssen wir sowieso hin. Jetzt bist du extra zurückgegangen. Ja, weil ich so aufgeregt bin. So. Na dann, auf zum Schiff. Los geht's. Oh, jetzt habe ich diesen Kultivator noch immer mit. So. Wir könnten natürlich unterwegs noch ganz gemütlich ein wenig Kopf abbauen. Ja. Können wir. Können wir. Oh, Blaubeeren. Sehr gut. Oh, Blaubeeren. Ja, den nehmen wir gleich mit. Weitraut ist ja eine begnadete Marmeladeköchin. Und diesem Hobby muss sie jetzt weiter frönen. Sehr cool. Dort vorne kommt schon die Markierung. Also links vor uns wäre es jetzt die Markierung für den Dangein. Aber da müssen wir noch nicht rein. Wobei der alte Haldor braucht ja mehr Geld von uns. Ist mal einfach mal was. Ich würde so gern noch die Kartensumpe. Ja, mach's halt. Du hast die eh dabei. Gut. Nein, jetzt ist aber gut mit Essen. Sonst setzt Weitraut noch an. So, dann würde ich sagen, weil ich eh zu aufgeregt bin, nächste Woche kümmern wir uns dann... kümmern wir uns nächste Folge schon um den Uralten. So, die Disteln wollen wir mitnehmen. Und jetzt haben wir eine Fangemeinde. Unsere Groupies laufen Weitraut nach. So, da wird der dunkle Wald immer dichter. Ach cool. Machen wir das mal so. So. Unsere Groupies sind bedient. Au. Groupie. So, Unterschriften geht später. Nehmt mal die Autogrammkarten. So. Yeah. So, da steht auch der wunderbare Wegweiser. Dieses Land ist wild und ungestimmt. Den haben wir schon einmal gelesen, ja. So, ein Wildschwein mit Ü. Super. Da oben ist auch noch eins direkt am Kopf, versteht's? Herrlich. Oh, super. Die Frage ist nämlich, ob wir nicht... Super. So. Ja, das schauen wir uns unten beim Boot dann an. Ich habe mir gerade überlegt, ob wir es nicht wieder mit Kopfer vollfüllen. Also wieder, die letzte Bootstour hatten wir ja mit Zinn. Ich frage mich natürlich, brauchen wir das ganze Kopfer überhaupt noch? Weil wenn wir den Uralten legen, hin am Boden, dann... Ach cool! Ah, eine Kiste. Yeah. Da wird Haldor seine Freude haben, wir haben Bernstein. Oh, ist das schön hier. Hier würde ich gerne bauen, auch wenn es ziemlich weit weg ist. Ziemlich weit weg. Ist natürlich nicht ziemlich weit weg, aber auch wenn es weit weg ist vom... Hier würde ich gerne bauen. Das ist so richtig ein Spot, wo ich mir denke, yeah, umgeben vom Dunkelwald, einfach hier eine wunderschöne Gegend, bereit für uns zu bauen. Wie geschaffen für Whiteout. Oh, ein Sternchenschwein. Das war so brav, das hat ein Sternchen bekommen. Na? Lebt die Welt genau bewusst in diesem Moment? Ja, ja, sie weiß das. So, Löwenzahn. Wir pflücken selten Blumen. Fällt mir auf. Jetzt außer Disteln. Hm? Dabei könnte man so einen schönen Blumenkranz ins Haar flechten. Oh, so viele Beeren. Ah, ist das cool. Beeren, Beeren, Beeren. Die Beeren, die Beeren. Du fühlst dich nicht ausgeruht? Aber. Sowas werfen weg. Kartensamen, genau. So. Oh, schön. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Boot zerstören können. Das wäre auch schön. Oder zumindest reparieren. So, Herstellung hier. Oh, das wäre der perfekte. Da unter dem Baum oder den Baum mit einzäunen oder so. Also das wäre schon...
Das wäre schon schön. So. Dann haben wir mal zu reparieren. Super. Kann ich es jetzt? Kann ich es jetzt? Nö, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. So, super. Dann haben wir das hier. Dann setzen wir uns da drauf. Oh, meine Lieben, es ist sehr cool. Sehr cool. So. Gehen wir da jetzt so raus, oder? Weil die Bucht, in der wir da angelegt haben, ist natürlich sehr klein. Aber ich hoffe, wir kommen trotzdem raus. Schön wäre es schon. Uch. So, Moment. Wenn ich mich da rausstelle, kann ich schieben? Oh ja, ich kann schieben. Ist doch super. Zerstören kann ich es nicht, schieben kann ich es. Das ist auch gut. Ist das eigentlich leer? Ja. So. Weil dort sitzt. Super. Oh, das wird schön, den Uralten zu legen. Ich glaube, wir warten noch mit der Baufolge, weil den Uralten zu legen, das wird eine tolle Sache. Ich glaube, damit fangen wir an. Das ist schön. Dann haben wir den erlegt. Ja, muss ich sagen, freue ich mich. Da wären noch Schweindeln. Also der Spot hier, der war echt schön. Der war echt schön. Ein ganz besonderer. Ja, aber andererseits, die Base auf dieser Insel, direkt unter der Platte vom Uraiten, das hat schon was. Also das, ja. Oder? Das ist schon, das ist auch was Besonderes. So, wahrscheinlich haben wir damit Steinbau, den wir ja durch Eisen bekommen. Ihr wisst da viel mehr. Ihr habt gesehen, auch beim Einlog-Bildschirm, ich habe ja keine private Welt. Ich spiele ja nur das gemeinsam mit euch, was wir hier sehen. Also deswegen, ist das eine Ork, eine Trollhöhle? Ich denke ja. Da können wir auch mal rein. Der hat sicher Schätze da drinnen. Die hätte Haldor gern von uns, die ganzen Schätze. Ja, die kriegt er auch, die kriegt er auch. Die Insel des Uralten. Super. Es gibt schon Orte, die, wo der Felsen einfach so da drauf ist. Ich finde das super. Sehr cool. Und da oben müsste er dann schon sein. Ist er da schon? Oh, 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 oh. Nur nicht da dagegen fahren. Nicht, dass wir jetzt im letzten Moment noch... Genau, da sehe ich schon unser Portal. Ach, wie cool. Wie cool. Sehr cool. Und jetzt stellt euch vor, man kann mit dem Boot da drunter reinfahren. Das wäre doch... Oder? Das wäre es doch. So. Wahnsinn, oder? Ah, super. Oh, die Insel des Uralten. Ah, wir müssen jetzt nur noch anlegen. Wir müssen nur noch anlegen. Nein, nicht festhalten. Weiter, halt dich nicht fest. Ah. So, na dann. Schaffen wir es, dass wir das richtig gegen den Stein bollern? Wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich sogar. Und rückwärts. Auch interessant, dass wir immer anlegen. So, super. Passt so. Bleib, Waldraut, bleib. Was mit dem Wellengang?
Treibt uns das Boot fort? Ach. Ja, wahrscheinlich. Können wir es denn mehr so? Nein, wir können Kiel holen wieder mal, aber... Ja. So, dass wir es so dazu schieben. Hehe. So, da wird es angebunden. Imaginär müsste man sich jetzt das Seil vorstellen. Aber es knallt dann immer gegen den Boller. Ja. Okay, so. Super. Super. Oh, ist das cool. So, vielleicht nehmen wir das als Screenshot hier, oder? Ja. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.